Sie arbeiten an dem Projekt Ein Tag wie kein anderer. Ich habe es schon anklingen lassen. Dabei geht es um die Sonntagskultur, gerade im speziellen Fall bei Jugendlichen. Erzählen Sie mal, wie ist dazu gekommen, dass Sie dieses Projekt auch mit initiiert haben? Die Jugendlichen fragen mich das Gleiche wie Sie. Was machen Sie am Sonntag eigentlich? Oder was macht Ihnen den Sonntag überhaupt so besonders? Und als der Bischof da war beim Gespräch, ist dann rausgekommen, eigentlich hat man für die Jugendlichen nichts, wo sie sich orientieren können. Selbst in den Familien keine Orientierung, wo man sagt, also wir gehen am Sonntag in die Kirche und dann machen wir dies und dann machen wir das. Und da gibt es wenig Orientierungshilfen. Und der Bischof hat uns dazu aufgefordert, doch mal kreativ zu sein. Und das tun wir jetzt. Jetzt werden wir kreativ. Und jetzt haben wir dieses Sonntagsprojekt ins Leben gerufen. Und jetzt schauen wir, was rauskommt. Wie kommt denn bei den Jugendlichen das Projekt an? Und ist es schwierig, dafür Jugendlichen zu gewinnen? Oder kommen die ganz freiwillig? Grundsätzlich sind die Jugendlichen auf der Suche. Sonst würden sie mir die Frage nicht stellen, wie machen sie das eigentlich? Und das sind so Kleinigkeiten, die ich ihnen dann sage, wie ziehst du dich denn am Sonntag an? Ziehst du deine Alltagsklamotte an oder ziehst doch mal was Hübscheres an oder machst dich mal fein oder wie auch immer. Das sind so ja eigentlich banale Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber oft nicht mehr gelebt werden. Und da sind sie recht interessiert dran. Es geht nicht darum, die Jugendlichen jetzt halt irgendwie in die Kirche zu bewegen, sondern es geht eher darum, mit einem Tag gut umzugehen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass man sagt, schau doch mal vorbei, vielleicht ist was für dich dabei. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich eher darum, diesen Tag auch zu feiern, egal wie.